Sony Interactive Entertainment. Benz Studio. Days Gone. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play namens Days Gone. Ja, gestern ist das Spiel endlich rausgekommen. Wir mussten lange, lange warten. Aber ich habe es leider gestern noch nicht spielen können, weil ich einen ziemlich heftigen Migräneanfall unterlegen war. Die, die mir schon länger folgen, kennen das leider schon von mir, dass das regelmäßig bei mir passiert. Und ja, also das mit dem Migräneanfall, nicht, dass ich nicht spielen kann. Ich werde jetzt einfach mal ein neues Spiel beginnen. Ich hoffe, dass ich das Ganze mit Maus und Tastatur spielen kann. Ich befürchte allerdings, dass ich noch Probleme kriegen werde, weil das an sich ja doch eher ein Spiel ist, was man lieber mit dem Controller spielt. Das Problem ist nur, ich habe mir sagen lassen, dass wohl ziemlich schnell ziemlich viele Zombies kommen. Und ja, ich bin ganz ehrlich, zum Zielen denke ich, wird es wesentlich effektiver werden, wenn ich das Ganze mit Tastatur und Maus versuche. Ich hoffe, ich kann damit auch gut ausweichen, weil ansonsten habe ich ein ziemliches Problem. Sieht nicht gut aus, das Messer hat mir nie erwischt oder so, sie wird septisch. Wie geht's, kleine Schwester? So dämlich, es war dieses Mädchen, dieses verdammte kleine Kind. Mit einem großen Messer. Hey, hilf mir. Na komm. Oh, na los. Scheiße. Noch ein Mob. Wir müssen weg, bevor sie hier durchkommen. Wir müssen aufs Dach einen von diesen Helis anwinken. Okay. Warten Sie, wir brauchen Hilfe. Sie ist verletzt. Was ist mit ihr? Also sie hat nicht, was immer da draußen abgeht, sie hat eine Stichwunde. Ich kann sie nicht mitnehmen. Okay, hören Sie, O'Brien, wenn wir sie nicht sofort in ein Krankenhaus bringen, dann wird sie sterben. Es gibt keine Krankenhäuser mehr. Ach, komm schon, es gibt keine mehr. Ihr habt Ärzte, Sanitätszelte, eine Lazaretteinheit. Ich bin nur ein Doktorand, okay? Ich wurde einfach eingeteilt. Ich sollte nicht mal hier draußen O'Brien. Sein. O'Brien! Okay. Scheiße. Ich habe nur für zwei Leute Platz, okay? Zwei! Was soll das heißen, nur wir für sind zwei? Zu schwer, okay? Ich kann nur zwei von euch mitnehmen. Zwei! Okay. Na los, helfen Sie, na los! Na komm, Süße. Ist okay. Alles wird wieder gut. Ich hab sie. Hey, ich bin sofort zurück. Okay, Boozer, los jetzt. Wir müssen Wir müssen zu diesem Heli. Ich hab's gehört. Es ist nur Platz für zwei in dem Heli. Geh. Geh mit dir. Ich komm schon klar. Ich hab schon Schlimmeres überstanden. Ja, haben wir. Wo fliegt ihr hin? Was? Wohin? Wohin? Flüchtlingscamp, nördlich vom Three Finger Jack. Nein. Usa wird es niemals ohne mich schaffen. Ich will den zurück. Kommst du? Geek! Oh, Scheiße. Was hast du getan? Zwei Jahre später.
Er ist weg. Er kann nicht weit sein. Warte, Motor aus. Scheiße, sie lebt. Everest, hey. Was ist hier passiert? Ich meine, wer war das? Waren das Ripper? Leon! Er war's. Fick dich, Leon. Los! So, verfolge Leon. Er kann nicht weit sein. Jetzt müssen wir selber fahren. Oh Gott. Und das mit Tastatur. Das kann nur ein Desaster werden. Drücke Alt für einen Boost. Boost und Alt. Rechts. Ich sag ja, das kann nur ein Desaster werden, wenn ich jetzt mit der Tastatur drauf drücken muss. Er hat Munition! Ja, ja, aber schön, wenn ich das schießen könnte. Na, na? Boah, ich muss wirklich nur mit den Tasten. Ich kann nicht links, rechts steuern. Das ist aber nicht gut. Oh. Scheiße. Die ist ja... Oh. Oh. Okay, wir sind aber noch nicht am Brennen, beziehungsweise die Reifen noch nicht. Das ist gut. Also ich muss dazu sagen, ich fahre normalerweise nicht schlecht, aber mit Tastatur kann ich überhaupt nicht fahren. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt. Ich bin es halt, wenn, dann nur gewohnt mit Controller. Aber hier boosten, ich glaube, das wäre gerade mein Todesurteil. Müssen wir den denn eingeholt haben oder müssen wir einfach nur länger hinter dem her? Oh, die dürfen wir wahrscheinlich eher nicht überfahren. Möchte. Gefällt dir das? Ja? Du Scheißkerl! Hast du getroffen? Ja. Oh, oh, warte, warte! Er hat sein Bike hingelegt. Danke. Gib mir Deck, alles klar. Er ist da lang. Na los. Okay, verfolgen. Drücke, ich denke, das Mausrad, um die Überlebenssicht zu aktivieren. Mit ihrer Hilfe werden Hinweise und andere Informationen über deine Umgebung sichtbar. Achso, müssen wir gedrückt halten. Okay. Wo zum Teufel will er hin? Hier draußen gibt es doch nur ein paar Freaks. Tja, vielleicht lag ich falsch. Und er hat keinen Deal mit Copeland. Nein, Leon vertickt schon seit Ewigkeiten Sachen an Copeland. Endlich haben wir ihn. Okay, springen können wir auch. Hey, hey, warte, warte, halt. Moment. Scheiße. Okay. Mal sehen. Ah, okay. Fußabdrücke. Ah, das gedrückt halten. Da muss man sich wieder dran gewöhnen, weil es so selten ist. Warte, warte, warte. Hier. Hier runter. Die Spuren sind frisch. Ja. Okay, sprinten können wir leider nicht. Oder noch nicht zumindest. Aber wir können schon mal springen. Wo hast du diesen Spurensuch-Scheiß gelernt, hä? Ich war mit meinem Alten auf Elchjagd, als ich klein war. Das war immer ein ewiges Fährtenlesen. Okay, gehen wir aus dem Weg hier, dann kann ich auch sehen, wo der hin ist. Ach, Junge. Lauf woanders hin. Das ist ja wie bei Teso, wenn Lyris den mal wieder verdammt am Arsch hin. Fuck. Komm. Mm. Da ist man mal drauf eingestellt, eine gute Sequenz zu sehen. Ja, nur ein Streifschuss. Will was trinken und dann sowas. Zum Zielen. Scheißkerl.
Mir geht's gut, Boozer. Oh oh. Ja, ich seh's. Da ist Blut am Balken. Er muss da lang sein. Ach, du Scheiße. Eine Menge Blut. Der kommt nicht weit. Na los. Da kommen noch mehr. Oh je. Wir müssen aber jetzt nicht... Wie Missionsgebiet wird verlassen? Hä? Moment, stopp, stopp. Ist das jetzt euer Ernst? Durchsuch ihn. Ausbluten. Das ist mal ein Abgang. Schön langsam. Sehr schmerzhaft. Aber das weißt du bestimmt. Sie hat noch geatmet, ja? Als wir sie fanden, du Arschloch. Ich wollte für sie keine Kugel verschwenden. Langsam. Warte doch kurz. Warte doch kurz. Wo hast du die Drogen? Leo. Wenn du es sagst. Naja, dann machen wir es schnell. Versprochen. Ja, du wirst wohl nicht zu lange leiden müssen, Leon. Du hast ein kleines Problem, weißt du? Sie können dein Blut riechen. Sogar von da unten. Wie es sich wohl anfühlt, ha? Lebendig. Gefressen zu werden. Er wird es rausfinden. Leck mich. Mach's gut, Leon. Nein, wartet. Okay, okay, nein, nein, bitte. Ich hab's hier. Hier, nehmt. Wo? Der Friedhof. Auf dem alten Friedhof. Danke. Nein, du hast... Tu es. Lass mich nicht so zurück, Mann. Tu es. Tu es. Du verdammter Lügner. Tu es. Na toll. Jetzt zieht er doch die Zombies an durch den Knall. Trottel. Tag braucht einen Beweis fürs Kopfgeld. Du hast das Richtige getan. Nee. Wir überlassen niemanden den Freaks. Nicht mal solche Arschlöcher wie Leon. Doch, der hat's nicht anders verdient. Okay. Warum kann er sprinten und ich kann nicht sprinten? Das finde ich gar nicht nett. Okay, hier wird es jetzt ruhiger. Sind die jetzt alle zu ihm hoch? Nee, die sind jetzt alle weg, okay. Hey, warte mal. Ich will dieses Camp durchsuchen. Vielleicht finde ich was für die Wunde. Drücke E, um ein Objekt. Ich habe es jetzt nicht mehr lesen können. Zu durchsuchen oder so, glaube ich, stand da gerade. Schauen wir mal. Da wird aber nichts markiert. Doch, da unten ist was. Was draus machen. Okay. Finde zwei Materialien für Verbände. Beziehungsweise für einen Verband. Ja. Klein Gameplayerin sieht mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht, so wie immer. Vielleicht hier hinten irgendwo. Hallo? Nein, auch nicht. Was zur Hölle soll ich denn für einen Verband nehmen? Woher soll ich das wissen? Ah, nee. Doch. Ah, drücke Q, um das Überlebensrad zu öffnen. Sag doch einfach, dass man es gedrückt halten muss. Okay, benutze die Maus, nehme ich mal an, um die medizinische Kategorie zu erweitern und den Verband auszuwählen. Was ist denn die medizinische Kategorie? Da... Ein Verband auswählen. Mit E, mit linke Maustaste, war das jetzt richtig? Ah ne, R herstellen. Jetzt und wieder gedrückt halten. Zusammenfügen und R. Okay. Um im Überlegungsrad zu heilen, wähle den Verband und halte E. Welchen Verband? Verband, Verband, Verband. Oder ist er auch unter... Ja, anscheinend ja. Also ich mach mal einfach E. Ja, das sollte reichen. Ich schätze, ich werde den Arm wohl erstmal nicht verlieren. Das ist gut. Wobei der eben... Ach so, ja klar, sind ja 2 Jahre vergangen. So, drücke zum Sprinten. Das hat aber eben nicht geklappt. Jetzt funktioniert's. Immerhin. Ich glaube, wir müssen nach da oben. Hoffe ich zumindest. Und ich hoffe, dass wir jetzt nicht... Wir gehen heute mal auf die Jagd. Bringen Tucker ein bisschen Beute vorbei.
Nicht, wenn es wie aus Eimern schüttet. Oh Mann, wir brauchen die Camp-Punkte für neue Vorräte. Ja, okay. Aber nicht wieder die ganze Nacht. Ja, das ist schön, aber wie rolle ich denn? Scheiße, ich muss fitter werden. Damit kann ich ducken. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Ich weiß nicht, wie ich rolle. Ich darf es auch nicht wissen. Ich schau mal, ob wir was von Leons Bike verwerten können. Nein, verdammt. Was? So eine Scheiße. Ist wohl die Benzinleitung oder hast du dich eingepisst? Pumpe. Leon, ja. Er hat meine Pumpe geschrottet. Können wir was aus seinem Bike holen? Ach, vergiss es. Los, fahren wir nach O'Leary Mountain zurück. Wir suchen morgen früh ein paar Teile und holen dein Bike. Nein, ich habe eine bessere Idee. Wir können das auch gleich erledigen. Was? Crazy Willis ist nicht weit von hier. Lass uns einfach dahin. Was hast du vor? Wir wollten heute eh auf die Jagd gehen. Und warum dann nicht im Crazy Willis? Ja, okay. Der sah jetzt aber nicht sehr begeistert aus. Hey, so. Was hat Leon dir gegeben? Vielleicht irgendeine Karte? Wenn wir mein Bike haben, fahren wir zum Friedhof und sehen uns mal um. Ja, okay. So, morgen holen wir die Drogen, bringen sie zu Tucker und kassieren Leons Kopfgeld. Und dann ab nach Norden. Und du glaubst, die Scheiße ist im Norden anders? Mir egal, ich glaube, es tut uns gut, hier wegzukommen. Okay, mir ist gerade irgendwie nicht wohl bei den Da blockiert Gedanken. Etwas die Straße. Vorsicht, ich habe so eine Falle neulich schon mal gesehen. Ein paar Ripper blockierten die Straße mit einem Truck. Los, hilf mir schieben. Es sieht doch nicht so aus, als ob das so passiert ist. Das sieht mir eher nach einer Falle aus, ja. Fahrzeuge schieben. Einige Fahrzeuge können bewegt werden, um Wege zu räumen oder zu blockieren. Halte E gedrückt, um sie zu schieben. Was, die Wege? Ja. Bisschen komisch geschrieben, aber okay. Hallo. Wenn ihr mich schon eh anzeigt, Leute, ernsthaft jetzt, dann geh auch dahin. Schieb! Los, los! Wir haben... Oh. Drück links für einen Nahkampfangriff. Okay. Das ist ein schneller Nahkampfangriff. So, um das Ziel zu wechseln, halte ASWD in Richtung eines Gegners gedrückt und drücke linke Maustaste. Okay. Ja, lass mich doch mal. Tippe an, um dich abzurollen. Okay. Oh, jetzt wollte ich irgendwann messen. Wir haben es was. Ja, ich wollte gerade noch ein bisschen trainieren. Können da noch ein paar Gegner kommen, aber bitte menschliche. Die sind irgendwie schöner umzubringen. Ja, ich darf wieder, ne? Steig auf, los. Das war jetzt cool. Ah, wir sind fast beim alten Nero-Kontrollpunkt. Wir sind fast da. Mist, wie soll das gehen? Gib mir die Schrotflinte, ich gehe vor. Yes, Baby, wir kriegen die Schrot. Dieser Kontrollpunkt war wohl ein ganz guter Schutz für Sie.
Ja, das hat ihnen echt geholfen. Da sterbe ich lieber bei den scheiß Pionieren. Ja, scheiße, sieh sie dir an. Was für eine Bande von dämlichen Arschlöchern. Was dachten sie denn? Hey, Mr. Fett, können wir bitte hier warten, bis eine Horde kommt und uns alle tötet? Beschissener Tod, in so einem Loch in der Falle zu sitzen. Ach, der Fett hinterher? Kann ich hier eigentlich auch irgendwas einsammeln oder so? Möchte da jetzt nicht unbedingt überrascht werden. Riechst du das? Scheiße! Da! Los, weiter! Warte mal, wie viele Molotows hast du noch da? Das machen wir auf dem Rückweg, lass es! Lass es am Arsch. Scheiße, Mann, du hoffst, dass jemand da ist. Und so ist es wohl. Der war doch schon nach dem Schuss tot. Also ich glaube, er ist tot. Denke an meine Flinte. Ja. Okay. Du willst wieder da hoch. Wovon redest du? Kann es sein, dass der Kerl leicht durchdreht? Du bist nur so, wenn du daran denkst, dorthin zu fahren. Wie bin ich denn? Es ist nicht deine Schuld, dass sie tot ist. Hör auf. Wenn du mit Sarah in den Heli gestiegen wärst, wärst du auch tot. Es hätte nichts geändert. Hey, lass es einfach. Er kann aber nicht besonders gut schießen, ne? Also, nicht ich, sondern der... Oh, wir haben nur noch 5 Schuss. Scheiße. Von euch steht aber keiner noch zusätzlich jetzt auf, oder? Okay. Das ist schön. Kennen wir ja von anderen Spielen, dass wir da Sachen sammeln können. Da kommst du mit deinem Bike nicht durch! Der Versorgungstunnel. Versuch von der anderen Seite den Weg frei zu machen. Alles klar. Leuchte einfach mit dem Scheinwerfer in die Richtung und warn mich, wenn du was siehst. Ja, ob das gut geht, ich weiß ja nicht. Ja. Okay, sonst war hier nichts, oder? Ja, das ist aber hinter dem Auto. Das ist, glaube ich, nicht hier im Auto drin. Okay. Sieht nicht gut aus. Das nehmen wir erstmal mit. Scheiße! Ich wusste es. Ich wusste es, verdammte Hacke. Ich bin so Resident Evil geschädigt, was das betrifft. So, nimm's mit. Da haben wir auch noch was. Und sonst haben wir hier, glaube ich, nichts, ne? Das hörte sich aber gerade irgendwie seltsam an. Das war nicht geplant, verdammte Scheiße! Komm schon.
Kannst du mal was näher kommen, Junge? Ernsthaft? Welcher meckert denn hier die ganze Zeit? Sollte vielleicht mal nachladen, ne? Okay, dann mal los. Oh, wo kommt ihr denn jetzt her? Diek, oder wie du heißt, komm mal her. Ich könnte Unterstützung gebrauchen. Ach, du stehst hinter mir, okay. Kommt der jetzt mal rüber oder nicht? Ich würde nämlich gerne hier das Auto aufmachen. Was ich natürlich schlecht kann, wenn er jetzt da hinten steht. Ah, okay. Waffenwechsel können wir mit dem Rad. Na komm. Leute, ernsthaft? Ach, da hinten ist was drin. Ach so, das ist gar nicht hier. Ja, komm. Komm her. Habt ihr mich noch gar nicht gesehen, oder was? Ich will nur jetzt ungern rechts von jemandem überrascht werden. Komm. Ist das euer Ernst? Oh, dann habe ich schon fast noch Zeit, hier rechts reinzugucken, wa? Zwei Sachen liegen da drin. Hat er mich jetzt doch gesehen? Ja, ich bin's. Komm her. Ja, wer von euch beiden möchte als erstes erschossen werden? Noch einer auf die Fresse, oder? Was? Ich habe keine Munition mehr. Schweine. Kommen da noch mehr hinten? Ich hoffe mal nicht. So, Moment. Hier können wir mal eben gucken. Da war doch noch irgendwo was, oder? Ach, das war jetzt doch von außen? Hm. Naja, gut, okay. Gehen wir mal hier durch. Ich hoffe, hier passiert jetzt nichts. Hinten ist noch was. Da ist was angefressen. Noch ein Nest. Ja, man riecht's. Wie viele Molotows hast du noch? Das war gerade der letzte. Haben wir noch Zeug, um welche zu machen? Ja, ja. Muss ich die bei dir machen? So, Überlebensrat. Und dann? Wohin? Wo sind die Cocktails? Ich sehe hier gar nichts. Messer, medizinisch? Kannst du die medizinische Kategorie... Wieso medizinisch? Und den Molotow-Cocktail auswählen? Wir haben hier nur den Verband, wir haben hier keinen Molotow-Cocktail. Vor allen Dingen, was hat das mit medizinisch zu tun? Hä? Okay, dann nehmen wir mal Flinte, können wir auch nicht. Das können wir auch nicht. Kategorie Fallen, Ablenkungen, Stein. Da können wir auch nichts machen. Spezialwaffen, Wurfobjekte, Molotow-Cocktail. Okay, also die haben ja schon wieder Mist erzählt. Genug. So, okay. Bereit? Scheiße. Da kommen sie! Oh. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich die anderen natürlich nicht mit der Schrot abgeknallt. Von wo kommen die jetzt? Von dem Nest aus? Oh. Hey, komm schon. Ja, okay, eine Sekunde. Kurz nachladen. Wieso habe ich jetzt nur noch 15, nicht mehr die 10 von gerade? Nur noch 10, nicht mehr die 15 von gerade. Okay, muss ich nicht verstehen. Egal, wir setzen jetzt auf.
Und weiter geht's. Ich habe darüber nachgedacht, über das nach Norden fahren. Ich meine ja nur, du musst von hier weg, den Kopf freikriegen, ja? Morgen früh, lass uns die Beute abliefern und losfahren. Ja, yeah, Bruder, das höre ich gern. Da, deine Freakshow. Shit. Alles voll. Ach du Scheiße. Shit, wir brauchen mehr Munition. Was hast du vor? Und es wird nicht gut gehen. Du fährst einfach durch. Ziehst möglichst viele auf dich. Und ich gehe einfach hinten rum, den Hügel runter zur Garage. Scheiße. Ich brauche nicht lang. Gib mir ein paar Minuten. Ich hol das Teil, du kommst zurück, wir hauen ab. Nachdem ich ein paar von denen umgelegt habe. Du willst wohl unbedingt draufgehen. Wie gesagt, heute noch nicht. Na los, ihr verdammten Wichser! Nö, wir wollen nicht draufgehen. Wir wollen nur, dass unser Kumpel draufgeht. Okay. Ach du Scheiße. Kommen die denn alle, wenn ich einen angeschossen habe? Habe ich sowas wie eine Map überhaupt? Okay. Du bist lebensmüde. Ja, genau. Dann würde ich mal fast sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dieses lebensmüde Meisterwerk in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao.